30 Reviews zu 30 Filmen aus 30 Jahren in 30 Tagen mit 3 Minuten pro Video. Weiter geht's mit American Gangster von 2007. Es gibt manche, die halten Ridley Scott für einen Gott. Es gibt manche, die halten ihn einfach für überschätzt. Ich hänge irgendwo dazwischen, denn genauso wie Michael Mann, der ein genialer Regisseur sein kann, hat er für jeden Klasse-Film mindestens ein Stück Dreck gedreht. Aber American Gangster ist eindeutig einer seiner besseren. Die erste Hauptfigur des Films ist Frank Lucas, ein schwarzer Gangster, der in Harlem groß wird und der immer darauf achtet, dass er niemandem irgendetwas schuldig ist. Wirtschaftlicher Erfolg, gerade in den USA, hängt auch immer davon ab, ob man einen guten Riecher für eine tolle Geschäftsidee hat. Während des Vietnamkrieges benutzt er seine Kontakte zur Armee, um das dort hergestellte Heroin direkt vor Ort zu kaufen. Das heißt, er umgeht den Mittelsmann und sein Zeug ist nicht verpanscht, sondern pur. Somit ist sein Produkt besser als das von der Konkurrenz und es ist günstiger als das von der Konkurrenz. So wird er innerhalb von kurzer Zeit stinkreich und fliegt irgendwie trotzdem unter dem Radar. Die Polizei kommt ihm nicht auf die Schliche, weil sie denkt, dass ein Schwarzer, für sie vermeintlich ein Mensch zweiter Klasse, sowas alleine gar nicht hinbekommen kann. Vielmehr vermuten sie, dass die italienische Mafia damit zu tun hat. Lucas kauft sich währenddessen ein schickes Apartment für sich, er kauft ein ganzes Anwesen für seine Familie. Mit einem Wort, er lebt den amerikanischen Traum. Er ist damit der American Gangster. Und dann gibt's da noch die zweite Hauptfigur, Richie Roberts, dargestellt von Russell Crowe. Er ist ein unbestechlicher Bulle, in dessen Privatleben nicht sonderlich viel zusammenläuft. Von seiner Frau lebt er getrennt, seinen Sohn sieht er nur ab und zu. Und er ist wahrscheinlich der Einzige im ganzen Department, vielleicht in ganz New York, der wirklich 0,0 Dreck am Stecken hat und der keine Bestechungsgelder nimmt. Es ist schon ein starker Kontrast, der dem Zuschauer da präsentiert wird. Hier der Familienmensch Lucas, da der chaotische Single Roberts. Der Gangster kleidet sich modisch schick, er hat maßgeschneiderte Anzüge, der Polizist trägt eine abgeranzte Lederjacke. Lange Zeit verläuft die Handlung dieses Films wirklich parallel. Also man sieht immer eine Szene mit Frank Lucas, dann sieht man wieder eine Szene mit Richie Roberts und erst ganz am Schluss, da treffen sich die beiden tatsächlich. Der Gangster bleibt für Richie Roberts unsichtbar, weil er bescheiden auftritt und sich nicht wie ein typischer Gangster benimmt. Der Polizist bleibt für Frank Lucas unsichtbar, weil er keine Schmiergelder annimmt. Am Ende wird sowohl dem Zuschauer als auch den beiden Hauptfiguren klar, dass sie mehr miteinander gemeinsam haben, als sie vielleicht auf den ersten Blick zugestehen möchten. Sie sind zwar auf unterschiedlichen Seiten des Gesetzes, haben trotzdem aber klare moralische Vorstellungen darüber, wie ihr Geschäft funktionieren soll. Und sie finden beide die Heuchelei in ihrem jeweiligen Umfeld ziemlich ätzend. Wenn schon gar nicht anders, dann können sie sich zumindest so auf Augenhöhe begegnen. Man merkt Ridley Scott an, dass er Michael Manns Heat wohl ein paar Mal zu viel gesehen hat, denn auch dieser Film hatte eine Handlung, die größtenteils parallel verlief und auch dieser Film hatte zwei charismatische Kontrahenten mit Al Pacino und Robert De Niro. Aber American Gangster ist immer noch eigenständig und originell genug, um über die kompletten 2,5 Stunden blendend zu unterhalten. Und das Beste daran ist, der Film basiert auf einer wahren Geschichte. Dafür gibt es unterm Strich 4 von 5 Tütchen Blue Magic und eine eingeschränkte Guckempfehlung für alle Fans von Gangsterfilmen und von realistischen Polizeidramen. Vielen Dank fürs Kommentieren, Bewerten, Teilen. Bis zum nächsten Video. Das kommt morgen.